Gott sprach, meinen Regenbogen habe ich in die Wolken gesetzt. Der soll das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde sein. Und wenn es kommt, dass ich Wolken über die Erde führe, so soll man meinen Regenbogen in den Wolken sehen. Liebe Jessica, liebe Christian, wir sind glücklich, dass ihr euch gefunden habt. Was uns Eltern immer wieder freut, ist eure fröhliche Art und die positive Lebenseinstellung. Ihr zwei tanzen gern, ihr zwei singen gern, wobei Jessica ein bisschen besser und der Christian dafür ein bisschen lauter. Geniessen den Tag, es soll einer der schönsten Tage in eurem Leben werden. Mit viel Licht und Farbe. Hochzeit! Hochzeit! Fröschli! Es wird gut! Fröschli! Danke vielmals, dass ihr da seid. Mein lieber Schatz, der Tag rückt näher und wenn ich nur schon daran denke, steigt in mir die Nervosität. Ich wünsche mir für dich, dass du den Tag mit unseren Liebsten geniessen kannst und es kein Stress für dich wird. Probieren wir doch, die schönen Momente einzufangen und die Zeit mit unseren Gästen zu geniessen. Ich freue mich besonders auf den Moment, wo wir als frisch trautes Ehepaar aus der Kirche laufen werden. Schatz, es macht mich glücklich und stolz, dass du dich für mich entschieden hast. Let's rock it! Ich werde nie vergessen, wie Christian mir den Antrag gemacht hat. Das ist ihm so gut gelungen. Wir haben zusammen einen Tagesausflug gemacht. Wir sind an den Swipe-Palaver. Eigentlich wollte ich nicht den Antrag machen, aber es hat überhaupt nicht gepasst. Dann bin ich nervös geworden. Ich dachte, ich muss abblasen mit dem Antrag. Das geht jetzt, fällt jetzt alles ins Wasser. Und sind am Abend dann in der Bar vom Hotel Gütsch und hatten sehr gute Gespräche miteinander gehabt. Er hat mir erzählt, was ich ihm bedeute. Und in dem Moment, das war so, für mich so emotional gewesen. Ich kann mich glaube, noch an den ersten oder an den zweiten Satz erinnern und dann weiss ich einfach nicht mehr, was er alles gesagt hat, obwohl es so schöne Worte gewesen sind. Und er hat dann etwas rumgenuschelt und hat aus seiner Jacke dann den Ring vorgenommen und ist zu mir angekommen. Ich bin auf die Knie runter, ich habe sie in den Ring gezeigt, vor allem, ob sie meine Frau wird werden. Ich wünsche euch Liebe. Liebe, die nichts erwartet. Liebe, die akzeptiert, wie man ist. Liebe, die frei ist und nicht besitzergreifend ist. Liebe, die aufmerksam ist. Liebe, die euch lehrt, achtsam miteinander umzugehen. Ja, den Schluss muss ich nicht mehr ablesen, das ist relativ einfach. Was ich mir einfach wünsche für euch ist, dass ihr irgendwann gar nicht mehr wisst, wie es vorher war.
Sie lachen extrem viel zusammen. Das finde ich mega schön an ihrer Beziehung. Sie sind eben sehr lebensfroh. Sie schätzen die kleinen Sachen. Und sie lieben wirklich bedingungslos. Mega coole Eigenschaften der Beziehung von Jessica und Christian finde ich, dass sie wie einander Freiraum lassen, dass jeder seine Leidenschaften nachgehen kann, aber dass sie trotzdem auch immer wieder Zeit füreinander finden. Ich schätze an der Jessie sehr, dass sie so gelassen sein kann. Wenn ich zurückdenke, früher als Jugendliche zu jetzt, dass ich sein Trauzeuge bin, das hätte ich nie gedacht damals. Das macht mich schon richtig stolz und das macht mich auch happy irgendwie. Nach diesen 6,5 Jahren, mir ist nicht langweilig. Ich vermisse nichts, ich will mit der Jay zusammenbleiben. Ich sage jetzt für das Leben lang, das ist ein Schritt, den ich sehr, sehr gerne wage mit ihr. Ich habe auch ein tiefes Vertrauen in unsere Beziehung, die wir hier haben, dass das eben wird und dass es auch für sie stimmt. Das ist mir natürlich auch wichtig. Ich empfinde unsere Beziehung als stabil und als ehrlich und darum nehme ich sie sehr, sehr, sehr gerne zur Frau. Wir waren auf dem Boot und der Krigi war hinten am Surfen. Und dann schaut sie mich an und dann sagt sie, das ist mein Mann. Oder das ist mein zukünftiger Mann. Das ist so spontan und so ehrlich, also eigentlich aus tiefstem Herzen. Ich erinnere mich noch genau, als wir uns im Ausgang getroffen haben. Er hat mich von Anfang an fasziniert mit seiner Art, wie er gelacht hat. Ich denke, seine Ausstrahlung hat mich einfach gerade gepackt und ich habe gewusst, das ist die Person, wo ich mich wohlfühle und ich habe irgendwie auch schnell gemerkt, die Person möchte ich näher kennenlernen. Thank you.
Ja. Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz. Mannheim. Was haben Sie euch? Mannheim, wenn ich euch mal so überhole. Schon. Aber die Rechnung war von Rheinland-Pfalz. You want to catch me with the greed in your words. Ich bin sicher nicht so nervös. I'm keeping me captive, put locks on the doors. Did you best just come here? Sonst muss man am 10 Uhr vorbeikommen. Dann tanzen wir zu Guantanamo. Und der Christian kann das Lied wie kein anderer tanzen. Nein, das darfst du nicht draufnehmen. Das ist ein Hörsong. Nimm mal die Stimme. Yeah! Das Stümpli ist etwas anderes. Stumpf hat es immer noch gelangt. Aber mit Ziggy, dann komme ich nachher Lampen über die Heim. Also die Grossmutter von draussen und sagt, du, springst du da ums Haus um? Ja, ich mache ein Wettrennen, weisst du, Grossi? Ja, mit wem machst du das Wettrennen? Ja, weisst du, mit mir alleine, dann gewinne ich immer.